Hallo und herzlich willkommen mal wieder zurück bei Assassin's Creed 3. Ich bin's wieder, der Sperrus. Und wir machen hier einfach mal weiter. Jetzt sind es 9 Jahre später, das Dorf ist abgebrannt. Also, damals abgebrannt, jetzt sind 9 Jahre später. Und dann schauen wir uns einfach mal diese Zwischensequenz weiter an. Federn und Bäume, Sequenz 4, Mission starten jetzt. Federn. Vogelnester absuchen. Gut. Nur um sicher durch die Bäume zu laufen. Ah, jetzt kann er auch ein wenig klettern. Sieht ja gar nicht mal so schwer aus. Oh. Und jetzt? Wo müssen wir jetzt hin? Und von wo kommt dieser Gesang her? Die weißen Leute, davon reden die hier also. Und es werden immer mehr Siedeln. Klettern. Ah ja, Adler. Ohne den Boden zu berühren. Naja, also ich finde es ja nicht so schlecht. Okay, springen und hier rüber. So, und jetzt irgendwie da außen rum. Auf das Ding. Scheint ja alles schon so vorbereitet zu sein für uns hier. War es jetzt schon eine Pause? Ist ja noch gar nichts hier. Ist ja eigentlich ganz einfach hier von der Steuerung, wo ich die ganze Zeit nur halten muss. So, und jetzt hier auf dem. Durch den Fluss. Hallo? Was? Oh. Weder den Boden noch die Wasseroberfläche berühren. Okay. Geht's weiter? Und jetzt? Ach ja, hier hoch und dann. Von wo kommt der Gesang? Oder ist das einfach nur Hintergrundmusik? Klettern wir. Ist ja auch das Einfachste. Das ist durchaus hoch, aber. Okay, dann sucht er nach anderen Nestern. Und wir gehen da hoch. Und wir dürfen immer noch nicht den Boden berühren. Ich hoffe, dass das alles funktioniert so. So, hier schön lang. Die Bäume sind ja schon alles so da, ist so einladend. Und dann auf die Steine. Vielleicht mich etwas sicherer, denn die können nicht einfach so abbrechen. Wohl, wo komme ich denn jetzt hier weiter? Ach, hier irgendwie. Ah. Ist so finster hier. Sehe ich gar nichts mehr.
Oh, jetzt lang. Ah. Ja, ho. Hallo? Ah. Geschickter Kletterer hier. Spawnen die ihre Nester auch hier. Interagieren. Ah, eine schöne Feder. Oh. Das muss doch wehtun. Ah, schön. Weich gelandet. Okay. Weitere Vogelfedern finden. Und zur Markierung gehen. Gut, dann versuchen wir hier irgendwie mal die Vogelnester zu finden. Wenn ich jetzt nur wüsste, wie. Wir brauchen erstmal einen Aufgang auf so einen Baum. Ist das da unser Dorf? Ich mag jetzt aber doch erstmal die Vogelnester finden, bevor ich da vorgehe. Ah, das hier sieht doch schon vielversprechend aus. Ah ja. Sehr schön. Da wäre ein weiteres. So. Aber auf der Karte wird doch jetzt nur noch eins angezeigt. Da. Vorne. Klettern wir mal hier lang. Kommen hoch wieder und weiter. Ah, hier. Und wo ist jetzt noch eins? Naja, klettere ich hier einfach mal weiter, weil es Spaß macht. Und vielleicht finden wir es ja noch irgendwo. Wir gehen auch irgendwie noch hier in die Richtung. Nein, nein. Hoch, hoch, hoch. Ah, da wird es auch schon angezeigt. Hier. Sehr schön. Da haben wir sie alle. Und wir haben diesmal sogar alle optionalen Missionsziele erreicht. Und klettern dann hier schön durch die Bäume weiter. Wir hatten hier eine Plattform errichtet. Gut, wir müssen davor. Schauen wir, ob ich das auch noch durch die Bäume irgendwie schaffe. Hier geht's nicht weiter. Dann lasse ich mich mal fallen. Schön abgerollt. Na, nicht in den Haufen da. Und dann sind wir auch schon wieder hier. Was? Jagdlektionen. Gut, dann starten wir mal die Mission. Ja, sehr gut, der Domsom, den ich war der Rohr geht dann noch an. Aber ja, no wonder, der Gadurat Srawian. Dann hat das Zero Zuzi Wagaresa. Anguri Hunya, Kanadakta, Ezot Kodina Gerenio, Ton di Jadora. Gut, gut. Domsom, your snore on Dio, what the. Los cuenias ya can heyate. Kaya tanoru negiga de hum tanega. Onek tian de waderifu a cuenias tage mesa oyera. Okay. Aha, schon mal ein Hase. Bogen. Kann ich die so verwenden hier und. Kada denak dotas aun dasa de sanuni. Gerätrad R und Q. R.
Alter. Wenn ich das mal irgendwie aus. Kuh halten, um sie an Ort und Stelle anzubringen. Gut, jetzt Kuh. Okay, und jetzt? Ich kann mich gar nicht bewegen. Ich kann ja nochmal hier hingehen und das irgendwie hier. Jetzt habe ich da eine Kurzauswahl rein. Kuh halten. Ja, wie oft denn noch? Wir haben immer noch 10 davon. Wieso wird das nicht weniger? Hey, ich halte doch Kuh. Hä? Davon ist jedenfalls ein Hase. Aber wieso kann ich nicht... Wieso kann ich das jetzt nicht auswählen? Teilweise verstehe ich das hier noch nicht so ganz. Bogen. So. Aber ich darf mich immer noch nicht bewegen hier. Was soll denn das? Erhalten und... Ja, das habe ich doch schon gemacht. Da vorne ist noch ein Hase. Das kann jetzt der Baum im Weg. So vielleicht. Zap. So. Jetzt haben wir hier schon 2 tote Tiere. Aber wir stehen immer noch hier rum. Aha. Ich sehe da zwar gar nichts, aber ich kann das immerhin drücken. So, noch einer. Wie viele denn noch? Ich kann meinen Zielmodus auch gar nicht auswählen. Hier oben wird es jedenfalls angezeigt, dass ich da hier zielen kann. Ah, da ist der Hase. Aber der Baum ist im Weg. So ganz habe ich das hier noch nicht verstanden. Hallo. Auswählen. Jetzt hat er 2-mal geschossen. R halten. Dann wähle ich hier wieder das Ding aus. Ich habe doch immer noch 10. Habe ich davon unendlich oder? Denn wenn ich hier gut... Jetzt funktioniert es auf einmal. Jetzt wird es weniger. Aha, sehr interessant. Ja, und jetzt soll ich das alles hier hinstreuen? Ich streue es einfach mal alles hier hin, mal schauen, ob es dann sich was tut. Jetzt habe ich sie alle hier hingestreut. Und jetzt? Wieso darf ich mich immer noch nicht bewegen? Gut, dann wähle ich mal wieder irgendwie meinen Bogen aus. Nur noch einen Pfeil. Der Hase da, der macht auch nichts. Ich hab doch hier jetzt Köder. Ja, dürfte ich mich auch mal irgendwie wieder bewegen? Ich treffe immer nur den Baum. Ja, und jetzt? Also irgendwas läuft hier gewaltig schief. Ich werde dann wohl hier mal etwas kurzen Cut machen. Ach so, es gibt auch noch andere Fallen, so komische Schlingfallen hier. Aber ich kann mich immer noch nicht bewegen. Ah, jetzt bewegen. Schlingfallen. Soll ich hier vorne noch eine legen? Ach nein, die hat er gelegt. Bestimmte Ordner eignen sich besonders, um einige Tiere zu finden. Naja, bestimmt. Mal schauen, irgendwie hier auf den Stein vielleicht. Ach nein, da unten ist so ein...
mal wieder Hinweise analysieren. Mit den Händen erlegen. Dann schleichen wir uns hier mal irgendwie an. Aber ich sehe schon, die Zeit nähert sich wieder dem Ende. Und ich werde dann hier, nachdem ich das erlegt habe, irgendwie dann die Folge beenden. Aber erstmal, wo rennst denn jetzt hin? Nochmal versuchen. Okay, aber wir versuchen das dann später. Dann verabschiede ich mich hier mal für diese Folge. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn wir den Hirsch da weiterjagen. Ich sage dann mal, ciao, ciao!